Wow, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Büßen. Junge. Das war nicht ich. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Also, ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden?
diese Räder da oben. Vielleicht konnten wir eine Tür aufzwängen. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Nein, ich hätte das. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, trinken, Frauen. Alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Komm schon! Ich weiß nicht.
Komm schon! Ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein nutzloser Feigling. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Kann das Ding in all diesem Gestrüpp überhaupt segeln? Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum.
hast schon genug getan. Die Segel sind intakt. Wir fahren. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahn erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Es geht, Blathnir. Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich, wie eine riesige Himmelslaterne. Warte dort auf vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt, Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen.
Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Eisberg! Gott, komm! Nicht festhalten! Ich befreie uns! Wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein.
Mimir, wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder die Klinge? Aber wir müssen die Harpune lösen. Sieh dich um, sieh, was du getan hast.
Los, komm, wir müssen weg. Du sahst. Weg hier, sieh doch. Ihr seid ja beide irre! Wir verlassen diese Welt. Jetzt! Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Sieh doch mal, die fehlende Tafel über dir. Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das hier kenne ich zu gut. Oh. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung... Und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht.